Hey Leute, jetzt Stepp ist wieder am Start. Heute lade ich auf meinem Channel ein Call of Duty Black Ops 3 Nuketown Trailer hoch. Ich habe ihn in Slow Motion gefasst, weil im Original Trailer, übrigens auch verlinkt in der Beschreibung, da ist er einfach zu schnell abgelaufen. Da habe ich ihn halt einfach, also da habe ich ein paar Sequenzen einfach in Slow Motion gefasst, damit ihr halt Nuketown besser betrachten könnt, wenn das Spiel dann auch in ein paar Tagen rauskommt. Da könnt ihr halt einen besseren Eindruck bekommen, wie die Map halt dann so ist. Aber auf jeden Fall kann man schon mal auf dieser Map ziemlich viele Veränderungen sehen, wie Beispiel die Farben, weil Nuketown 2065 in Black Ops 3 ist ziemlich bunt gefasst, was ich übrigens auch richtig geil finde. Und nicht nur das, sogar innerhalb und außerhalb ist die Map auch richtig ziemlich geil verändert. Wie man eben gesehen hat, konnte man bei den beiden Bissen so virtuelle Daten hochschweben sehen, was ich auch richtig geil finde. Ansonsten ist es eigentlich ein ziemlich großer Unterschied von Black Ops 1 und Black Ops 2, weil hier sieht man die Abgrenzung, also auf der linken Seite konnte man sie kurz sehen, da waren es halt so Digitalzäune, anstatt von Black Ops 1 und Black Ops 2, da waren es halt nur so normale Holzzäune. Und nochmal von vorne erwähnt, konnte man hier gerade, wie auf der rechten Seite seht, so digitale schwebende virtuelle Partikel sehen, die halt nach oben schweben, das finde ich eigentlich richtig geil gemacht. Auf jeden Fall kann man hier dann auch noch einen Flammenwerfer sehen, der gehört zum Spezialistenaufsatz. Auf jeden Fall richtig geil, wenn man mit denen dann online spielen wird, wenn Black Ops 3 draußen ist. Also ansonsten ist das Design ziemlich verändert von der Map, aber halt die Aufstellung ist eigentlich komplett gleich wie in Black Ops 1 und Black Ops 2. Da ist eigentlich ziemlich alles gleich geblieben. Wie zum Beispiel halt die A, B und C Flagge in Herrschaft oder wenn man Stellung spielt, sind die Spots glaube ich auch alle gleich. Na, da sollte man auch nichts dran verändern, finde ich, weil die waren eigentlich ziemlich alle ganz normal und gut praktisch. Ansonsten wäre es eigentlich das Ende fürs Video, also von meinem Commentary auch her. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen und naja, wir sehen uns dann halt im nächsten Video.